You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. Well, that's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata! It means no worries! Einen wunderschönen Mittwoch gewünscht, ihr Lieben. Es ist Mittwoch, wir spielen Zelda. Weiter geht's durch den Wind, mit dem Wind. Durch die Welt. Gerade im Dorf der Orni. Let's go! Hallo. Ich bin ja schon mal eben am Einstellen. Moment. Das muss so, das muss so. Und dann kriegt ihr auch Bild. So. Achso, ich hab vergessen, die Musik auszumachen. Entschuldigung. So. Hallo wieder. So, ich mach jetzt einfach mal noch einen Ticken lauter, weil ich fand das letzte Mal doch ein bisschen leise. So. Wie geht's, wie steht's? Ja. Alles soweit. Ganz gut. Ja, doch.
Wird nur wieder unerträglich heiß. Wir haben heute schon wieder 30 Grad draußen. Noch geht's bei mir in der Bude, aber ich glaube, morgen ist dann auch wieder hier drückende Hitze. Morgen wird es dann noch heißer werden. Ich weiß auch noch nicht, ob ich morgen wie geplant zum Training gehe, wenn das so heiß ist. Vielleicht schiebe ich das auf Freitag, aber Freitag muss ich eigentlich auf den Geburtstag, das heißt, das wird dann zu stressig. Eigentlich muss ich morgen gehen. Aber ich sehe so heiß. Na, mal gucken. Entweder mache ich es stressig Freitag, wenn es ein bisschen kühler ist, oder ich mache es morgen in der Hitze. Aber ohne Stress. Mal gucken. Und bei dir? Heute auch, passend. Mit dem Zelda-Becher. Ja, nein, die Katzen kennen wir schon. Geh weg. Ich dachte gerade, die Katzen kloppen sich wieder. Das war gerade auch geil. Ich mache die Balkontür auf und Luna so, oh ja, raus. Stockt. Guck kurz und geh wieder zurück. Das ist so eine Wand, wenn du die Tür aufmachst. Voll Hitze. Fand sie auch nicht geil. Muss doch mal eben gucken. Sich, glaube ich, doch wieder in der Köppe. So, heute war es echt uff. 26 Grad, aber wohne in der Ostsee und das ist echt uff, vor allem wenn man eine Fahrstunde hatte und den E-Roller tragen musste. Okay. Gestern das letzte Trinken ausgetrunken hat. Heute Morgen verpennt, dass ich nicht vor der Fahrstunde einkaufen konnte, sondern danach. Oh je. Oh je. Ja, einkaufen muss ich auch noch. Also mal wahrscheinlich Freitag nach dem Geburtstag. Ich brauche nicht viel, ich brauche auch nur einen kleinen Kram. Ich mache es morgen. Nee, morgen ist zu heiß. Lili! Lili! So. Draconia, genau. War hier nächste Woche immerhin Prüfung. Drück dir die Däumchen. Wann denn? Also wann genau nächste Woche? Es ist noch fucking zu heiß. Content! Hallo, Kidox. So, jetzt nur noch Freitag eine Doppelstunde, Dienstag eine Doppelstunde, dann Mittwoch. Und dann finally Donnerstag eine Fahrstunde um 15 Uhr nach 9, dass ich um 5 nach 10 Prüfung beginnen kann. Ah, okay, also hast du Donnerstag um 5 nach 10 Prüfung. Okay, komische Zeit. Alles klar. Dann drücke ich Donnerstag die Däumchen. Schaffst du schon. Ja, ist immer so. Okay. Hätte auch da hochklettern können, ne? Egal. Oder hatte ich vergessen zu speichern. Nee, der Felsen ist runtergeschoben. Unser Windlied müssten wir auch haben. War das so? Okay, haben wir noch. Was waren die letzten Worte des Sportlehrers? Sperre zu mir. Hängst du jetzt auch noch an, Kidox, oder was? Hängst du jetzt auch noch an mit diesen stumpfsigen, stumpfen Witzen? Was sagt man zu einem kleinen Security? Hm? Sicherheitshalber. Dann wollte ich auch mal. Verstehe ich nicht. Das ist so hoch für dich, Kidox, ne? Wegen
45 Minuten Fahrprüfung, dass dann noch ein bisschen gequatscht werden kann und so, nimmt man immer eine als Planung. Und halt 5 nach 10, damit ich nach der Fahrstunde 5 Minuten Zeit habe, nochmal was zu trinken, einzuschmieren. Achso, okay. Alles klar. Eine Stunde, ja. Man immer eine Stunde als Planung. Mhm, okay. War es bei mir damals auch so? Ich weiß es gar nicht. Glaub nicht. Und konntet ihr herausfinden, warum der große Wahllose außer sich ist? Nein. Ah, stimmt, der Drache. Oh, du musst links sein. Lassiel hier hat mir alles erzählt. Du hast mein vollstes Mitgefühl. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, zögere bitte nicht, mich darum zu bitten. Ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Das ist aber nett. Allerdings sehen wir uns auch gerade mit einem unangenehmen Problem konfrontiert. Es gibt Worte, die hasse ich einfach. Ist dir der wütende und tobende Drache auf dem Berggipfel aufgefallen, als du zu unserer Insel gekommen bist? Mhm. Wie du ja weißt, sind das Fliegen und die Lüfte das tägliche Brot des Volkes der Orni. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass wir den Drachenberg besteigen und vom großen Valo eine seiner Drachenschuppen überreicht bekommen, sobald wir das Erwachsenenalter erreichen. Diese ermöglicht es dann, dass uns Flügel wachsen. Ah, okay. Aber seit kurzem ist der sonst so sanftmütige Valo ganz außer sich vor Wut und man kann sich ihm in seiner Rage gar unmöglich mehr nähern. Dies hat zur Folge, dass die flügenden Kinder dieses Jahr nicht auf den Drachenberg zum großen Valo gehen und ihre Drachenschuppe im Empfang nehmen können. Volo, ne? Somit werden ihnen keine Flügel wachsen und sie können nicht gemäß der Tradition unseres Volkes leben. Und als Stammesführer der Orni ist es daher im Moment meine dringendste Pflicht, dieses für mein Volk verheerende Problem zu lösen. Ich bin wirklich untröstlich, aber dein Anliegen wird leider warten müssen, bis diese Angelegenheit ausgestanden ist. Na, ich mach das schon. Werter Stammesführer, vielleicht wäre es eine gute Idee, Link in der Zwischenzeit wegen der Sache mit eurem Sohn Komori um Hilfe zu bitten. Wie ihr ja selbst sehen könnt, steht hier ein tapferer junger Mann vor euch. Ich bin davon überzeugt, dass Komori sich ihm öffnen wird. Da magst du recht haben. Du musst wissen, mein Sohn Komori ist ebenfalls im Flüggenalter und musste sich unbedingt seine Flügel wachsen lassen. Doch leider hat er ein sehr ängstliches Gemüt. Aufgrund dieses Zwischenfalls mit Valo hegt er nunmehr gar keine Hoffnung, seine Flügel zu bekommen. Glaubst du, du kannst mir helfen? Vielleicht geht ja ein wenig von deinem Mut auf ihn über, wenn er dich kennenlernt. Darf ich dich darum bitten, meinen Sohn zu treffen? Na klar. Danke, das ist sehr großzügig von dir. Wir werden ebenfalls alles daran setzen, unser Problem schnell zu lösen, damit wir danach dich in deiner Notlage unterstützen können. Ich möchte, dass du meinen Sohn etwas Bestimmtes überbringst. Ich habe es einem Mädchen namens Medulie in Verwahrung gegeben. Also frage sie bitte danach. Vielen Dank nochmals für deine Hilfe. Okay, so. Meine erste Prüfung in 2 Minuten. Früher konnte man auch zu 2 Prüfungen machen. Also zu 2 Prüfungen machen. Der eine die Hinfahrt, der andere die Rückfahrt. Wurde auch wegen Corona verboten. Wieso ging deine Prüfung nur 2 Minuten, Kedox? War Plaste grüner Pfeil da und ich wollte gleich nach rechts, ohne anzuhalten. 50 Meter vorm Startpunkt. Heute bin ich gekommen. Oh. Phase meinst du? Phase grüner Pfeil. Ah. Tidim, Kedox, tidim. Ach ja, Link, ich habe hier noch etwas für dich. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Eine Postage. Medulie findest du in dem Zimmer oben. Überlass die Angelegenheiten von Valo ruhig uns. Kümmere du dich bitte um Komori. Ich dachte, plastikgrüner Fall. Nein, grüne Phase. Wir haben so einen grünen Pfeilplastikschild an einer Ampel. Ja, gibt's auch. Also wir haben auch Ampeln, wo so ein kleines Schildchen drunter ist mit einem grünen Pfeil, aber wir haben mittlerweile auch Ampeln, die halt elektronisch einen grünen Pfeil zeigen. Was ist denn Plaste?
Ja, was ist denn Plaste? Ich war noch jung und wild, dachte ich, keine Zeit. Ach doch, Plastik, Junge. Plastik. Also meinst du das Schild unter der Ampel mit dem grünen Pfeil? In welchem Zimmer jetzt? Oben? Unten? Da geht's raus. Ja, doch, ein Plastikschild. Ja, Kidox kann noch nicht richtig reden. Er findet neue Wörter. Es ist halt Kidox, ne? Muss man sich dran gewöhnen. Oh, hier ist Komori. Oh, Chocobos. Oder Enten oder Küken oder irgendwas. Wer bist du denn? Ja, du redest nicht mit mir. Ich besorg dir was. Bisschen Stoff von deiner Schwester, dann redest du auch mit mir. Let's go. Ich glaube, die war nämlich oben. Ich glaube, er hat gesagt, im Zimmer oben. Sagst du nicht Plastetüte? Nein, Plastiktüte. Und auch nicht mit CK, sondern mit K. Oder? Boah. Bei Plastik mit CK sieht auch übelst falsch aus. Es wird auch nur mit K geschrieben. Plastik. Plastik! Kidox, es heißt Plastik. Ja, oh. Okay, sorry. Ist ja auch nicht schlimm. Alles gut. Es sah nur gerade auch so mega falsch aus mit CK. Aber ich war mir gerade auch nicht sicher. Ah, ich weiß Bescheid über dich. Du bist doch der Junge, der aus gewissen Umständen heraus alle möglichen Inseln bereist. Sag mal, dann hast du nicht vielleicht ein paar Goldfedern dabei? Nein. Meine Freundin hätte nämlich gerne welche, weißt du? Und ich habe ihr natürlich leichtfertig versprochen, ihr welche zu schicken. Ich rieche Geld in diesen Krügen. Money, money, money. Give me all that money. Hat sich ja nicht wirklich gelohnt hier. Sprich den Boss... Ja, chill. Sprech gleich noch mit dem Postboten. Ich wollte erst hier in den Raum gucken. Oh, dich sehe ich jetzt aber zum ersten Mal. Moment mal. Sag bloß, du hast das Plakat gesehen und bist wegen dem Nebenjob hier. Oh nein. Ja. Gut, dann machen wir zuerst einen kleinen Einstellungstest. Einen kleinen Einstellungstest, in Ordnung? Du musst einfach nur die Briefe in das entsprechende Fach werfen, das du anhand des jeweiligen Stempels erkennst. Und mit Hilfe von L wählst du das Fach, durch Drücken von A sortierst du den Brief ein. Ja. Wie Kloßbrühe. 10 Briefe innerhalb des Zeitlimits richtig ein. Okay. Und los. First try. War das falsch? Ah. »22! Bam! Sehr anständig. Du hast den Job. Also, du bekommst einen Rubin für 2 Briefe. Macht insgesamt 11 Rubine. Wow. Komm jederzeit wieder vorbei. Wenn du eine stolze Anzahl Briefe schaffst, erhöhe ich auch deine Bezahlung. Ich will nochmal. Ich will nochmal. Plastik ist der Bruder von Patrick. Ich bin der Meister. Let's go. Wenn du mehr als 20 Stück, easy. Alles. Oh Mann! Da war der Stick zu empfindlich. Oder ich zu schnell. Nein! Oh Mann. Na. Naja, 21.
Wirklich beachtlich. Also ab jetzt bekommst du einen Rubin pro Brief. Mach uns. Oh nice, ich werd reich. Mucki riecht die Knete, Mucki wird hektisch, ja. Ja. Mehr Funk. Oh, jetzt. Oh. Oh. Okay. Dieser Stick, Mann. Hab ich schon mehr? Oh, genau, 25. Hä? Das waren unglaublich 25. Du bist aber geschickt. Wir machen diese Arbeit Tag ein, Tag aus. Aber so gut wie du sind wir trotzdem nicht. Okay. Wie viel kriege ich jetzt? Für einen Brief bekommst du 3 Rubine. Sag mal, bist du vielleicht dieser Junge namens Link? Der bist du doch, oder? Nun, du siehst diesen Jungen, über den der Stammesführer sprach, irgendwie ziemlich ähnlich. Na, kein Wunder, dass du das hier so leicht hinkriegst. Ich weiß nämlich Bescheid. Ich weiß, dass du eigentlich für Sorgen... Was du eigentlich für Sorgen hast. Da kriege ich ja fast ein schlechtes Gewissen, dass du deine wertvolle Zeit für mich geopfert hast. Jedenfalls habe ich gerade eine neue Aushilfskraft eingestellt. Oh. Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, unterhalte dich doch bitte mal mit ihm. Von dir kann er noch was lernen. Aber ich will trotzdem nochmal. Nein, meine Geldquelle. Die ist versiegt, weil ich zu gut war. Was für eine Scheiße. Aber ich will nochmal. Ich dachte, ich kann jetzt voll schnell und easy Rubine farmen, ey. So eine Kacke. Hallo, Melody. Tatsächlich, du trägst ein grünes Gewand und einen grünen Hut. Du musst Link sein, nicht wahr? Ich bin die Maid des ehrenwerten Hüters Valo, der auf dem Drachenberg wohnt. Mein Name ist Melody. Meduli. Ich hab früher auch immer gedacht, die heißt Melody. Naja, Meduli. Scheiße. Nun ja, eigentlich bin ich noch in der Ausbildung. Der Stammesführer bat mich, dir das hier zu überreichen. Er hätte gerne, dass du es seinem Sohn Komori bringst. Und hallo Siedelfix, hi. Hätten wir das sagen sollen, Kidox? Ja, dann hätte ich nicht direkt 25 gemacht, dann hätte ich erst ein bisschen Knete rausgeschüffelt. Melody ist von woanders? Okay, keine Ahnung. Du hast den Brief vom Vater erhalten. Ein Brief an Komori von seinem Vater. Erstmal in deiner Posttasche verwahren und dann schnell zu Komori bringen. Ja. Wenn du ihn herausnehmen willst, wähle Posttasche und leg ihn auf bla bla bla. Komoris Zimmer findest du unten im hinteren Bereich. Da war ich schon. Bitte sei nicht beleidigt, falls Komori unfreundlich zu dir sein sollte. Er meint es wirklich nicht böse. Ach ja, und Link? Ich hätte da noch eine Bitte an dich. Wärst du bitte so gut, danach zum Aufgang am Drachenberg zu kommen? Worum es genau geht, sage ich dir dann. Okay. Wo war nochmal Menü? Da. Posttasche? Nein. Ja. Was hatte ich denn im anderen? Auf X hatte ich gar nichts, ne? Kann ich das nicht runternehmen? Dann packe ich die dahin. Kann ich nicht. Na gut, egal. So, dann wieder runter zu Kimori. Hab ich getan. Ach, ich hab die Kamera benutzt. Man kann auch Selfies machen. Link am Kacken. Okay. Wie geht's denn, Siedelfix? Alles schick bei dir. Den heißen Tag gut überstanden, oder? Ist bei euch gar nicht so heiß. Ist heiß. Was willst du von mir? Ich habe gerade keine Lust, mich mit jemandem zu unterhalten. Aber hier. Ein Brief? Von meinem Vater? Ich kann auch nicht lesen.
Doch, kann er schon, okay. Aufmunternde Worte zu schreiben ist nicht schwer. Aber warum sollte ich mich in so schreckliche Gefahr begeben, nur um diese Drachenschuppe von Valu zu bekommen? In dem Brief steht auch was über dich. Meiner Meinung nach bist du ja ein ziemlich aufdringlicher Kerl, deine Nase einfach so in fremder Leute Angelegenheiten zu stecken. Tut mir leid, aber ich habe wirklich nicht vor, zu Valu hinaufzugehen. Wer weiß, was der mir womöglich noch antut, so wütend wie der ist. Geschweige denn, dass er mir eine Drachenschuppe gibt. Oder willst du mir etwa weismachen, dass du Valu irgendwie besänftigen kannst? Du lügst doch. Und außerdem, reden ist nicht schwer, handeln aber sehr. Aber sollte es wirklich jemanden geben, der es schafft, auf diesen gefährlichen Drachenberg zu gehen und Valu zu treffen, dann würde ich ganz bestimmt auf alles hören, was dieser jemand sagt. Na, dann machen wir das doch. Das will sie ja bestimmt auch. Draußen ist es schön mollig, im Büro habe ich 24 Grad. Ja, okay. Also, wie hier. Draußen auch irgendwie 32 Grad oder so. Aufgang zum Drachenberg. Wo ist denn der? Ist der hier raus? Oder da raus? Mal hier raus. Morgen wird es aber noch schlimmer. Okay, hier ist es nicht. Schnell wieder rein. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Hier ist sie aber auch nicht. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist denn der Aufgang zum Drachenberg? Ha? Da? Da ist sie. Da ist sie, ja. Huch. Hallo. Du bist ja tatsächlich gekommen. Bitte verzeih mir, dich an einen so gefährlichen Ort gebeten zu haben. Früher war hier ein herrlicher Teich, der aus einem Geysir heraus entstanden war. Aber seit der ehrenwerte Valu so außer sich ist, versperrt ein Felsbrocken, der von oben in den Teich fiel, diese Wasserquelle und der Teich ist ausgetrocknet. Aber erzähl mir bitte erst, ob es Komori schon besser geht. Nö. Aber nein, wie könnte es ihm auch besser gehen? Es ist vermutlich auch meine Schuld, dass Komori jetzt so niedergeschlagen ist. Komoris Großmutter war nämlich die ehemalige Maid des ehrenwerten Valu und meine hochgeschätzte Lehrmeisterin. Doch war sie nicht nur seine Maid, sondern auch eine gütige sowie mutige Persönlichkeit zugleich. Meine Fähigkeiten sind noch viel zu bescheiden, um auch nur annähernd einen Vergleich mit ihr standzuhalten. Wäre ich doch nur meiner Aufgabe besser gewachsen, dann wäre Komori jetzt bestimmt auch nicht so desillusioniert. Ich habe eine Bitte an dich, Link. Ich würde gerne zum Draco-Sanktuarium auf den Drachenberg gehen, aber ich schaffe es nicht alleine bis hinauf auf diesen Vorsprung. Wenn es mir jedoch gelingt, einen günstigen Wind zu erwischen, tragen mich meine Flügel bestimmt so weit. Und deswegen brauche ich deine Hilfe. Danke. Bitte heb mich hoch. Und wirf mich in Richtung des Vorsprungs da oben. Du musst aber auch die Windströmung hier Acht geben, denn die verwinkelten Felsen sorgen dafür, dass die Windrichtung sich ständig ändert. Und sei bitte nicht zimperlich beim Werfen. Harte Zeiten verlangen harte Maßnahmen, also nimm keine Rücksicht auf mich. Knall dich bestimmt ein paar Mal gegen die Wand. Ist schon bewusst. Spartiatenkick, ja. Okay, komm von links. Und von rechts. Ich dachte, sie kann sich daran festhalten. Entschuldige bitte. Bitte wirf mich noch einmal. Ja. Komm mal her. Wir gehen da auf den... Auf hier. Easy.
Vielen Dank. Ich gehe jetzt hinauf auf den Drachenberg und werde den ehrenwerten Valu treffen. Keine Sorge. Ich bin zwar noch eine Maid in der Ausbildung, aber ein wenig verstehe ich bereits die Sprache des ehrenwerten Valu. Wird schon schief gehen. Falls mir etwas stoßen sollte, kümmere dich bitte um Komori. Zum Dank kann ich dir zwar nicht mehr als das hier anbieten, aber vielleicht erweist es sich ja irgendwann mal als nützlich. Wir bomben. Nee, eine Flasche. Okay. Und bitte erzähl niemandem, dass ich zum Drachenberg gegangen bin. Das muss unser Geheimnis bleiben. Also dann, ich werde mein Bestes geben. Ah, warte. I remember. Wo ist die Flasche? So. Ja. Genau. Da oben waren verwelkte Bomben. Blumen. Und die beträufeln wir jetzt einfach mit ein bisschen Wasser. Indem wir die richtige Taste drücken. Aha. Tada. Und dann können wir hinterher eilen. Kann ich während ich schwimme? Nein. Kann ich nicht füllen. Okay. Konnte ich sie nicht irgendwie um... Achso, das musste in das Ding rein, ne? Ja. Das kann ein bisschen dauern. Drinne? Ja! Haben getroffen. Ah! Wieso springen denn nicht? Verdammte Kaka. So. La 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 la. Draco Sanctuarium. So, noch mal Platz hier. Nee, das war nicht anvisieren. Wir waren noch mal anvisieren. Stick reindrücken? Nee. Naja. Linke Schultertaste. Ach, du lebst auch noch. Er hat nicht mehr. Was ist das? Was ist das? Wieso kann ich damit nichts machen? Oh! War das richtig? Ich dachte, ich muss das aufheben oder so. So, da sind Wasserdinger. Müssen aber, glaube ich.
die Dinger da anzünden, ne? Kann das sein? Zack. Kiste mit Schlüssel, bitte. Kleiner Schlüssel. Überlege gerade, oder versuche gerade mich zu erinnern, welcher Boss hier war. Ich weiß noch, dass der Boss hier an Valus Schwanz zieht. Deswegen er so enraged ist. Da Dingenskirchen hat die Farbe gewechselt beim Vorbeilaufen. Stimmt, vielleicht hätte ich auch anderen Loot gekriegt bei einer anderen Farbe. Keine Ahnung. Kann sein. Das kann sogar sehr gut sein. Hier muss... Achso. Den kann ich da sogar einfach rausziehen. Das ist gut. Oh Gott, ich wollte nicht... Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Entweder mache ich die Brücke kaputt oder fall runter. Ich wusste, dass eins von beiden passiert. Einfach nur Deko? Was ist einfach nur Deko? Hm. What do you mean, Mina? Das Ding ist Kirchending da? Geht doch jetzt mal weg. Bomben werfen kann ich. La 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 la. So, hier haben wir Wasserkrüge. Die können wir nämlich da reinschmeißen. Dann mal das Push und dann können wir darüber. Macht Gin, macht Gin. Nicht? Hä? Ja, was? Oh. Ich dachte, das geht sich aus, verdammt. Ah. Ihr Gegner wollt mich doch heute verkackeiern, oder? Du hast rotes Schleimgelee gefunden. Es wird in der Beutetasche aufbewahrt. Das rote Gelee enthält viele wertvolle Bestandteile, die wahre Wunder gegen Erschöpfung wirken. Allerdings muss es noch weiter verarbeitet werden. Ah, das kann bestimmt der Trank Duty. In Portemonnaie, ne? Der konnte, glaube ich, Tränke draus machen aus dem Schleim. Ihr schreibt, by the way, wenn mein Upload wieder Probleme machen sollte, ja? Ah! Was ist denn heute hier los? Mann, weg mit dir! Achso. Wahrscheinlich. Oder? Oh. Ja. War schon ein richtiger Gedanke. Das brauche. Oh. Bingo, sagt Mina. Gut. Kiste. Ein kleinen Schlüssel per Unfekt. Hin und her flabbern, ey. Blabbelabbelum. Au. Ja.
Da haben wir es wieder mit gegen die Türen rollen. Gut. Au. Ist das jetzt die Tür, die wir... Ja, ist einfach nur ein Shortcut, okay. Schön, dass hier immer wieder ein blauer Rubin drin ist. Finde ich gut. Mucki und Bomben, ja, das ist nicht gut. Alter, was ist denn... So hat er aufgeläutet. Geht das auch? Cool. Tü-lü-lü-lü. Ach, der's. Der's. Der, die das da, die Geräusche? Ich möchte nicht hier kämpfen, bitte. Gehst du ein Stück zurück? Ach nee, der macht das Geräusch, okay. Ich glaube, ich hätte besser noch abwarten sollen. Ich glaube, ich hätte besser noch abwarten sollen. Oder auch nicht. Ha. Das macht nicht die Geräusche. Nee, das war, glaube ich, der Vogel. Hä? Achso. Ah, okay. Ich dachte gerade, hä? Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Mucki mit einem 200 IQ-Move. Renne durch den Dungeon. Jetzt so mega intelligent bin. Das dauert keine halbe Stunde mehr. Bomben wird das auch immer besser, yo. Heute Finale, ich fühle es. Das glaube ich nicht. Warum war da gerade schon wieder A? Was will die denn immer von mir? Link, diese durchtriebenen und diebischen Ratten, die den Leuten alle möglichen Sachen stibitzen, siehst du nicht zum ersten Mal, oder? Ich verstehe ja, dass du dich wütend, dass sie dich wütend machen, aber Ratten sind nun mal Ratten. Probier doch mal etwas Futter von einem vor eines ihrer Rattenlöcher zu streuen. Vielleicht geben sie dir was von ihrer Beute ab. Ich hab kein Futter. Ha! Alter, das wagst du nicht. Du kleine Sau. Ich hab kein Futter. So. Den Kompass. Huch. It is warm.
Kompass, kein kleiner Schlüssel. Der ist wahrscheinlich da drüben. Wahrscheinlich brauche ich das hier. Mit Feuer. Wie werfe ich das Ding denn? Kann ich das irgendwie werfen? Oder kann ich damit sogar die Treppe hoch? Nee, kann ich nicht. Ah. So ist Werfen, alles klar. Schlupp, schlubbidu. Ein kleiner Schlüssel, was bist du? Hässliches Kackding. Oh. Ein Schlüssel. Okay. Link, geh hoch, geh hoch, geh hoch, danke. Puh. Das war. No. Da war eine goldene Feder. Ich hätte aber gerne diese goldene Feder. Komm nochmal her, du Sack. Droppt er die nicht mehr? Versuch es nochmal. So, jetzt kommst du mal bitte mit. Hier hin. Wieso fliegst du denn so... Ja, nach hinten. Aber er droppt die nicht mehr. Toll. Na toll. Hat sie Plumse gemacht, die Feder. Bam, mit Wirbelattack. Warte. Ich möchte gerne das Rote wieder haben. Das war nämlich, glaube ich, Rubine. Oh. Hallo? Ja! Oh wow. Oh wow. Grüne Rubine. Das ist ja toll. Glücksamulett. Wir brennen alles nieder. Lalalalalalala. Das war nicht mein Plan. Wie war denn ablegen? Was ist das jetzt hier? Nein! I'm back at the beginning. Oder? Wow. Ja, ich verprügel die Treppe. Okay, aber dann kann ich jetzt hier auch rein und bin wieder da. Hallöchen, Popöchen. Laura, na, wie geht's dir? Didi didi didi.
Da. Oh, oh, Mini-Boss-Fight. Oder auch nicht. Wir brauchen so ein... Kann ich hier nicht gegen... Kann ich da nicht gegenrollen? Achso, ich kann das da runterhauen. Oh. Genau das habe ich gesucht, mein Freund. Ganz gut, bin müde, aber alles tippitoppi. Und wie geht's dir? Ich bin auch tatsächlich heute ein bisschen. Ich habe das aber ganz oft mit Mittwochs, dass ich Mittwochs einfach so bin. Aber ich glaube, das macht auch das Wetter. Also. Aber ansonsten auch ganz gut. Mein Upload scheint wieder zu laufen. Das ist die größte Freude. Also, wieso habe ich jetzt nicht einfach seinen Knüppel genommen? Egal. Bin seit eineinhalb Wochen so mehr. Und ich habe auch noch Urlaub. Hat das irgendjemand gefragt, Kidox? Hat das irgendjemand gefragt? Nichts bei Chatverbot hier. Ne. Sad Mucki Sad. Was habe ich jetzt bekommen? Und was muss ich tun? Ach, jetzt geht's. Oh, bam, der wurde richtig vermöbelt. Ah, ich muss einfach alle Gegner besiegen. Ah, alles klar. Alles klar. Das macht Jin. Wir kamen ja von unten, ne? Und müssen nach oben. Richtig? Richtig. That's the way. Aha, aha. Ach, nee. Hätte gerne einen Bogen. Wie war nochmal Pix-Attacke? Ah, ne? Ja. Wie war nochmal die Stichattacke? Oh, du Idiot, komm her jetzt. Wie viel Leben hat denn der? Auf mich hier runterzuschieben. Au. Hm. Kommt, glaube ich, immer wieder, kann das sein? Du bist doch scheiße, hau ab! Ach, du behindertes Behindikind. Los! Stirb! Danke. Toll.
Gut. Let's go up. Hui. Das ist witzig, ne? Das ist echt schon ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe. Aber jetzt so in den Dungeon kommen doch so einige... Ja, die Peitsche. Erinnerung wieder. Really? Toll, ein Topf. Wow. Noch ein Shortcut. Schnubbeldi-dubbeldi-du. Arme Valo, der wird an seinem Schwanz gezogen. Jetzt kommt der Mini-Boss-Fight, genau. Ja, kommt her. Ja, kommt doch her. Kommt doch her. Kommt doch her. Aua. Nee, nicht so. Wieso hast du so lange Schwert? Wollte ich schön beide mit Wirbelattacke wegbamsen. Immer flott den Welpen in den Garten lassen. Oh. Mach das. Ach, der lebt noch. Weg mit dir. Du hast eine Totenkopfkette gefunden. Sie wird in der Beutetasche aufbewahrt. Die Kette erscheint auf den ersten Blick ziemlich geschmacklos und ohne Wert. Aber sichtlich findet sich in Sammlerkreisen auch Liebhaber. Haber. Liebhaber. Geil. Erstmal eine dicke Lanze. Hallo, guck mal. Ich habe eine lange Lanze. Oh. Link, bist du gekommen, um mich zu retten? Ich danke dir vielmals. Es ist wirklich schrecklich. Irgendjemand scheint sich einen bösen Streich mit dem Schweif des ehrenwerten Valo zu erlauben. Deswegen ist er so furchtbar verärgert. Der Schweif des ehrenwerten Valo hängt in den Raum genau unter uns. Dort unten muss also irgendjemand oder irgendetwas sein. Bestimmt haben die Monster, die mich vorhin entführt haben, etwas damit zu tun. Bitte, du musst schnell etwas unternehmen. Ich werde inzwischen die anderen über diese Umstände aufklären. Gibst du mir eine Peitsche? Ja, Link, bitte nimm das hier und benutze es, um von hier wegzukommen. Dessen habe ich mich immer bedient, bevor ich zum ersten Mal hierher kam. Es war ein weit verbreitetes Werkzeug beim Volk der Orni, bevor wir alle Flügel bekamen. Ja. Gib mir die Peitsche. Greifhaken. Wo hatten die Peitsche noch? Peitsche war bei Skywalker Sword, ne? Na gut, ein Gegenstand, der beim Volk der Ornien noch aus jener Zeit stammt, zu der sie noch keine Flügel hatten. Ja. Wenn du ihn auf einem Boot nutzt, kannst du mehr verborgene Schätze heben. Ja. An Stellen, an denen er sich festgreifen kann, erscheint ein... Link, hier lang. Ja, ich folge dir, weil ich fliegen kann. Achso. Wo ist er denn? Da. Ui. Easy peasy, lemon squeezy. Miau.
Das ist überhaupt das Richtige hier lang? Melody? Denk mal schon, ne? Huch. Au. Muss ich jetzt hier lang? Ja, ne? Zelda Jones. Brauche ich hier gar keinen hier Bossraumschlüssel oder so? Kann ich jetzt so in den Raum? Anscheinend schon. Nee, fall da mal ruhig runter. Wow. Warte mal. Achso, jetzt muss ich die Brücke kaputt machen. Zack. Und zack. Ach komm. Ich wollte gerade sagen, war das nicht so? Ein Glücksamulett. Wieso ist da Wasser? Au. Und tschuuu! Muss ich hier durch, ne? Zack, zack. Ich mach das rückwärts. Ha! Wow. Geht weg, ihr Flattermäuse. Hol sie bitte ab. Ich möchte das nicht. Lass mich mich mal eben. Ist da noch was? Nein. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit Dr. Jones, Dr. Jones im Kopf. Sehr schrecklich. Ach nö. Alles nur nicht dieses Kackviech. Achso, ich brauche Wasser. Brauche ich nicht Wasser, um die kaputt zu machen? Achso, okay, geht auch zweimal hinten. Die dürfen dann nur nicht wieder ins Feuer fallen, weil das Feuer die wiederbelebt. So war das, genau. Oh. Oh nein. Ich brauch den Wurm. I need your help, Wurmchen. Nein! Ich wollte dich doch nur ablegen. Komm her! Ah, bist du behindert oder so? Bitte dich jetzt mal bitte da drauf. Ach komm, der Wurm ist da doch noch drauf. So, stelle ich mich da jetzt erst drauf. So, zack. Und dann drücke ich B.
Ist mein Gedanke falsch? Nee. Warum immer das gerade dann nicht ging. Ah doch, großen Schlüssel ermöglicht dir, das Versteck des Wächters zu betreten. Rufe den Kartenbildschirm auf, finde ihn und mach ihn gar aus. Auch die Karte nicht. Ich finde den auch so. Glaube ich. Huch. Der ist nämlich, war der noch? Vielleicht gucke ich doch eben auf die Karte. Nein, 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 nein. Ich wollte mitfahren. Oder wollte ich ja? Glaub schon. Ich hab noch 10 Nuggets. Geil. Das ist nicht richtig, oder? Also an sich schon, aber ich... Warte, warte. Deswegen ist ja auch Wasser, alles klar. Ich wollte sagen, ich komme hier ja nicht hoch, aber komme ich wohl. Oh. Ja, das war sehr bescheiden. Ich will auch 10 Nuggets. Weil es auch irgendwie eigentlich zu warm ist für Nuggets. Bin ich jetzt hier wieder richtig? Bin ich vorhin schon an der Bosstür vorbeigelatscht? Die gar nicht registriert? Hm. Bin da, ja. Anscheinend schon dran vorbeigelatscht. There it is. Hau mal ab, Würmchen. Keiner will das Würmchen. Ich will nur den Loot. 10 Rubine. Ritterwappen. Wird in der Beutetasche aufbewahrt. Jeder Schwertkämpfer, dessen Fähigkeiten ein meisterliches Niveau erreicht haben, weiß seinen Wert zu schätzen. Okay. Kann dieser Kackkrabbler mal weggehen? Oh. Nein, falsch. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh, gib mir noch eine Fee. Ha. Hey. Was eine Fee in der Flasche.
Oh, wie traurig sie guckt. Arme Sau. Jetzt will ich aber ganz gerne bitte die da runterlegen. Ich das halt wieder drauf. Egal, Hauptsache ich nutze nicht aus Versehen die Fee. Huch. So, let's go, Bosskampf. Edit warm. Let's go, Nuggets. Wir müssen an dem Schwänzchen ziehen. Jubidubidub. Kuckuck. Oh, genau. Erstmal ein Foto machen. Entschuldigung, Walu. I need this. Danke. Boom. Kann ich jetzt schon auf ihn draufhauen? Ja, ne? Ah, ne, doch nicht. Walu, gib her dein Schwänzchen. Danke. Und nochmal. Ich glaube, jetzt muss sie schnell runter und ihn ins Auge pieksen. Oder? Wer hat ein schlechtes Gedächtnis, aber Geburtstage vergisst er nie? Wie war denn das jetzt? Aua. War das immer noch mit dem... Oh. Jetzt hätte ich auch so Schaden machen können, glaube ich. Musste ich jetzt sogar. Ich musste mir jetzt ausweichen und... Genau. Und bleib dann mich stecken. Aua. Wieso treffe ich ihn nicht? Danke. So viel Spaß beim Bossfight. Ich bin kurz Lockerlei einrauchen. Ach, das. Machen gleich aber auch ein kurzes Päuschen, wenn wir das hier fertig haben. Oh, was kalt ist, trinke. Bäh, und keinen kalten Kaffee. Erster Boss ist down. Und ein Herzcontainer, ein Herz mehr. Das war Michi. Hi Michi, sorry. Ich dachte, Mina hat das geschrieben.
Bei mir auch wieder. Hi, Michi, wie geht's dir? Was sind Lootskarten? Das hatte ich damals eingeführt für MMOs und so Spiele, wo es Sinn macht. Das sind Karten, die kannst du dir für Kanalpunkte holen oder für Geld und dann kannst du die hier spielen, quasi. Das war bei Final Fantasy XIV haben wir das gemacht. Da konntest du mir dann zum Beispiel mit so einer Karte verbieten, eine Stunde lang ohne Mount rumzurennen oder so. Ja. Aber bei so Story Games ist das nix. Link? Na, willst du ihm nicht etwas sagen, Komori? Medulli hat mir alles erzählt. Link, danke. Es tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Ob ich eines Tages auch so mutig werde wie du, Link? Aber natürlich. Nicht wahr, Link? Link, hier. Ich will, dass du sie bekommst, Link. Und ich hoffe, dass ich bald den Mut haben werde, nicht mehr vor Herausforderungen wegzulaufen. Du hast Dean's Demon erhalten. Ein göttliches Artefakt, das beim Volk der Orni von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ach schon, das sollten wir holen, sagte er, unser Boot. Der ehrenwerte Valo möchte dir auch seinen Dank aussprechen, Link. Nutze den Wind, die Kraft des Gottes des Windes, weise. Was meint der ehrenwerte Valo nur damit? Gott des Windes, meint er damit vielleicht den Gott des Schreins hinten, hinter dem Tunnel dort? Ah, haben wir das vielleicht vorher schon gemacht? Und außerdem hatte ich der ehrenwerte Valo Held genannt, Link. In der Tat, für uns bist du wirklich ein Held. Ich werde mich auf den Weg zum großen Valo machen. Schließlich möchte ich auch endlich ein paar prächtige Flüge haben. Warte, Komori. Nochmals vielen Dank, Link. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Ich glaube, die sehen wir auch nochmal irgendwie wieder, ne? Oder? War das nicht so? Plus, Raudo, was? Baby Laura. Ich finde die Vogeltussi übrigens genauso blöd wie Mifa. Was? Nein. Lass das nicht Kidox hören. So, Terry, stopp. Warte mal. Warte, komm zurück. Ich hab Geld. Ich hab noch Geld, komm zurück. Ja. Was? Mina, alles gut bei dir? Bist du irgendwie mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen oder so? Hereinspaziert. Es ist mir jedes Mal eine Ehre. Wenn Sie etwas verkaufen möchten, einfach herzeigen. Ich kaufe es Ihnen ab. Oder wollen Sie vielleicht etwas kaufen? Ja, ich hätte gerne tatsächlich eine davon. Ja. Du hast die Putput-Frucht erhalten. Mit dieser Frucht kannst du Möwen kontrollieren. Aha. Kontrollierst du eine Möwe, kannst du sie durch Drücken von A schneller fliegen lassen und durch Drücken von Z eher die Kontrolle abbrechen. Ja, ich hätte gern davon noch. 3 Portionen, 30 Rubine. Ist das immer so teuer? Hm, noch eine. Die hat nicht... Was? Die kann nicht mal alleine irgendwo hinfliegen, wenn sie dir... helfen soll. Das ist der sinnloseste Orni aller Zeiten. Die ist doch noch flügge. Die ist doch noch jung. Mensch. Laura. So, das reicht jetzt aber. An Futter. Tschüss. Ja, Kronen sind tot. So doof sind die. Ich finde das Vogelvolk auch besser als die Goronen. Ja, was passiert mit jungen Vögeln, die nicht fliegen können? Sie werden gefressen. Es hat ganz den Anschein, als hätte Ganon seine Herrscharen geschickt. Wenn das wirklich wahr ist, dann dürfen wir keine Zeit verschwenden. Wir müssen zum nächsten Demon. Setzt das Segel und einen Kurs in Richtung Süden. Erstmal würde ich ganz gerne an Bord kommen. Hallo? Hallo? Lass mich rauf. Ich saufe gleich ab. Opa.
Hallo? Harry. Leider kann ich dich nicht an Bord lassen, bis wir Nordwind haben. Ich gehe jetzt dein Wind. Dein Wind, dein Ernst. Ja, der Gott des Windes ist hier, ich hab das schon. Lass mich lieber ersaufen anstatt. Was wollt ihr haben? Nordwind, ne? Wenn wir in Richtung Süden, ja. Die Goronen liegen halt irgendwo im Schönheitsschlaf unter dem Meer. Unter dem Meer. Lässt du mich jetzt an Bord? Wir haben Nordwind. Gerade doof. Und ne mehr, und ne mehr. Bleibt über nass. Wasser macht Spaß. Was willst du mehr? jetzt bin ich gerade verwirrt. Er wollte aber doch Nordwind. Bis wir Nordwind haben. Oder meint er so? Denke ich falsch. Ich habe falsch gedacht. Okay, gut. Na gut. Aber eigentlich will ich noch gar nicht nach Süden. Aber er wollte mich ja vorher nicht an Bord lassen. Ich wollte nämlich eigentlich dahin. Aber gut. Dann fahren wir erst Richtung Süden. Das sollte ich dem Welpen auch mal vorsingen, dass er sich in sein Planschbecken traut. Oh, was hast du denn für einen? Was ist denn das für ein kleiner schüscher Welpe? Soll ich mal Pause machen, ne? Bevor wir weiter segeln hier? Ich hab mir was zu trinken wollen. Fischi! Großer Schweizer Sennhund. Oh, also ein kleiner Welpe mit 12 Kilo. Oh. Sweet. Nicht so hastig, Jungchen. Fischi. Gut, dass wir Futter gekauft haben. Ich habe zwar keinen Schimmer, wer diese Seekarte angedreht hat, aber außer dem großen, weiten Meer ist da ja sonst fast nichts drauf eingezeichnet. Ja, was soll das denn bitte für eine Seekarte sein? Was denn? Wie denn? Da erzählt man dir freundlich was und du machst ein Gesicht, als hättest du den Klabautermann gesehen? Wie dem auch sei, ich verrate dir jetzt mal was Wissenswertes über diese Insel hier. Also falt mal geschwind deine Seekarte auf. Ich glaube, dann war das so, dass wir in jedem Viereck der Karte mussten wir so einen Fisch finden, dem Futter geben, damit der uns das einzeichnet, ne? War das so? Ich glaube, ja. Auf der Rückseite von Draconia, der Insel hier, befindet sich eine höchst verdächtige Höhle. Tja, nur zu dumm, dass du keine Flügel hast, denn ohne eine kleine Fluganlage wirst du da leider kaum hinkommen. Aber da kann man wohl nichts machen, also lass den Kopf nicht zu sehr hängen. Das wär's soweit von mir. Außerdem werde ich auch all meine Kumpels bei den anderen Inseln Bescheid sagen. Wenn du also in der Nähe einer Insel einen Fisch herumspringen siehst, dann wirf ihm doch ein wenig Futter zu. Ja. Dann zeichnet er dir die Insel auf deiner Seekarte ein und verrät dir noch eine nützliche Information obendrein. Hey, roter Leue. Damit wären wir quitt. Viel Glück. Ist das nicht der rote Leune? Fehlt da nicht ein N? Leue? Okay. Und ja, manchmal ist er süß. Das Problem ist, er weiß das ganz genau, dass er es ist. Ja. Das nutzen die gerne nur aus. Wenn mein Auto wenigstens ein Motor hätte. Oh. So. Wenn du magst, Laura, kannst du ja mal ein Bild von ihm ins Discord posten bei uns. Unter süß und flauschig. Ich mach mal eben eine kurze Pause und hol mir ein kaltes Getränk und werde auch mal eben meine Rohren gehen. Und danach segeln wir weiter auf dem offenen Meer. Vom Motor? Was? Was habe ich gesagt? Was vom Motor? Bild. Nein, ich meinte Laura vom Hund. Leue ist richtig, die lyrische Bezeichnung für Löwe. Ah.
Alles klar. Mache ich doch glatt. Nice. So, wie gesagt, ich bin kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich.
So. Immer diese Ausschreiber. Bitte, was? Und meine Katzis, die kannst du auch? Alles auf dem Discord. Die Channels sind nicht umsonst da. Könnt ihr raufkommen und dann süß und flauschig mit süßen, zuckersüßen Bildern zuballern. Oh. Och Gottchen. Na. No. Der ist aber süß. Immer beides versuchen? Was meint ihr mit Ausschreiber, immer beides versuchen, hä? Ach so! Einmal diese Ausschreiber. Soll ich das Command abändern auf DC? Jetzt habe ich es verstanden. So. Der ist Zucker, Laura. Der ist echt Zucker. Jetzt ist mir egal. Ich bin ja nur drauf. Okay. Achso, wir können schon mal. Ja. Da Futter drauflegen. So. Der ist schon süß, wenn er nun noch lernt, dass man nachts schläft und keine Partys macht, ist er sogar noch süßer. Ja, das kommt ja alles. Wie alt ist der jetzt? Hattest du vorhin geschrieben? 12 Wochen? Das richtig im Kopf? Da ist Fischi. Ha, hat geklappt. Gut. 13 Wochen ist er jetzt. No. Noch ganz jung. Ist er auch noch nicht lange bei euch, oder? Kommt ihr nicht erst mit 12 Wochen eigentlich weg von der Mama? Hey, Jungchen. Ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier gerne auf deiner Seekarte eingezeichnet und dazu noch eine nützliche Information, was? Na dann, falte doch erstmal deine Seekarte auf. Was? 8 Wochen? Nee, mein 12 Wochen. In diesem munter brodelnden Riesenvulkan soll ein sagenhafter Schatz schlummern. Du bist nur, dass man sich beim Versuch, den zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes die Finger verbrennt und wahrscheinlich den ganzen Rest noch gleich mit. Aber eine Region im Norden und 4 Regionen im Westen. Ach du Scheiße. Eine im Norden, 4 im Westen. Soll es ein Artefakt zu finden geben, mit dem man einfach alles einfrieren können soll. Bringt das was, wenn wir da jetzt schon hinfahren? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, genau 10 Tage haben wir ihn jetzt. Ja, okay, also da hatte ich recht. Also mit circa 12 Wochen, ja. Aber die waren beim Züchter 24/7 draußen. Er gewöhnt sich nicht so wirklich daran, drinnen zu schlafen. Ah. Ja, okay. Also das dauert, aber da gewöhnt er sich schon irgendwann dran. Im Norden, 4 im Westen. Da solltest du dir vielleicht besorgen. Das war's soweit von mir. Falls du die Information noch einmal hören willst, musst du schon eine zweite Portion Futter springen lassen. Was hat er gesagt? Eine Region im Norden und 4 im Westen. 2, 3, 4. Also hier. Kann ich mir das merken? Da. Schräg unter der verwüsteten Bastion. Ich versuche mir das mal zu merken. Aber wir werden eh jede Insel unter die Lupe nehmen. Und daher werden wir das schon irgendwann finden. Appada! Da la la! Oh, jetzt bin ich denn heute so im Arsch, ey.
Oh. Muss noch eben die Miezen füttern. Ach, Miezen hast du auch noch. Mach das, Laura. Bringt das was, wenn ich da durchfahre? Wow. Ja. La, la, la. Hier ist Unwetter. Das gefällt mir nicht. Da hinten ist Fischi. Fischi, Fisch, Fisch. Oh, ist hier nicht der Bruder? Ist hier nicht gleich der Riesenstrudel? Wo ist jetzt Fisch hier hin? Ah, hier mussten wir nachher die Dinger einsetzen, die wir jetzt kriegen. Ja. Kann ich aber jetzt noch nicht. Brauchen wir erst alle drei? Waren es drei? Wo ist Fischi? Ich hab Fischi vorhin gesehen. Fischi, Fischi, Fischi. Da ist Fischi, Fischi, Fischi. Hab mal zugesehen, wie Münzen gemacht werden. Verprägend. Gemacht werden. Was hat er eigentlich für Nippel? Achso, das sind wahrscheinlich Flossen, ne? Entschuldigung. Hey, Jungchen. Ich weiß Bescheid über dich. Da, ja, sie Karte. Gib her. Bium, bium. Jungchen, hast du dir eigentlich schon mal eine Fee gefangen? Es gibt nichts Besseres, wenn du mal von ein paar Monstern kalt erwischt wirst und kampfunfähig zu Boden gehst. Dank der Fee bist du dann nämlich fein raus. Tja, nur wie transportiert man eine kleine Fee am besten? Das fragst du dich jetzt bestimmt was. Ich habe gehört, in den abgetakelten Kahn, ein Stück südlich von hier, soll es einen ziemlich praktischen Gegenstand für sowas geben. Vielleicht siehst du dich da mal um. Okay, wir haben zwar schon eine Flasche, aber... Da wir eh in den Süden fahren... Haben wir doch, oder? Ja. Bei einem alten Kahn. Was meint er? Das da? Musik ist alle. Ja, das ist eine Insel. Hier brauchen wir wohl Bomben. Haben wir noch nicht. Oh, da ist jemand. Hallo? Oh, Splitz. Da drin ist also jener Behälter. Hm. Oh. Ach, den alten Kahn meint er, oder was? Meinte der Fisch das? Wo guckst du denn hin? Oder da. Hm. Wir werden es herausfinden. Da ist auch noch ein Fischi.
Falsche These. Hey, Jungchen. Ich weiß Bescheid über dich. Ja, ja. Ja. Hast du Siegkarte? Wupp, wupp. Guck mal, die Inseln sehen so aus wie eine Bombe. Komm noch mal in dieses Gewässer, wenn es nachts linksbündigen Halbmond hat. Bei den Schrecken wird es dir eiskalt den Rücken runterlaufen. Ah. Wo ist denn der Mond? Ich sehe ja nicht mal die... Achso, unten sehe ich das. Ist Vollmond. Okay, linksbündigen Halbmond. Kann ich mir niemals alles merken. Ich vermute, er meint... Oder hat man da hier? Dahin. Danke, das reicht. So. Kriege ich hier den Behälter oder kriege ich den... Hier sind wieder ganz viele Ratten. Und du noch, Kollege, komm her. Nein. Schloch. Kackratte. Nein! Das sind meine Juwelen. Feige Sau. Oh. Eine Flasche. Dann war das gemeint. Okay, cool. Komm ich da oben noch irgendwie rein? Wüsste jedenfalls nicht wie. Was zum Schwingen? Hm. Nö. Was ist gelb, kann nicht schwimmen und hat nur einen Arm. Keine Ahnung. Eine. Weiß ich nicht. Ein Bagger. Nicht lustig, oder? Fand der Pfarrer auch nicht. Aber wenn man an einem Bagger Schlauchboote anbringt, kann der auch schwimmen. Es wird wieder Tag. Und wir haben einen roten Rubin gefunden. Woo. La 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 la. Ein Bagger mit Schwimmreifen? Das wäre dann, was es gelb hat, einen Arm und kann schwimmen. Bagger mit Schwimmreifen. So, da vorne können wir... Ich hoffe, wir kommen da hin. Am Gegenwind, aber ich will da baggern. Denn mein Baggerkran kann. Also eher ein Kran als ein Bagger. Dachwitze kenne ich viele. Ach, das. Mann, bringt mich nicht durcheinander, Mina und Michi. Lass das.
Das ist richtig fies. Kann ich nicht irgendwie so ein bisschen vorwärts... Achso, ZR, ah. Ich hab gerade schon wieder gedacht, das ist Michi. Ihr habt beide Lieder von beide mit M an und Michi macht sonst immer die Flachwitze. Bringt mich hier nicht durcheinander. Genauso wie was hoppelt über die Wiese und qualmt. Weiß ich nicht. Ein Kaminchen. Oh Gott, ein Kaminchen. Ich war beim Hasen und hab da irgendwie versucht, was zu finden, aber okay. Oh, unser Futter ist oben leer. Oh. Papada. Oh. Ja, Möbi, es fliegt mit mir. Papada. Ist hier kein Fischi? Ich sehe keinen Fischi. Land in Sicht. Das ist dein Zielort. Die Insel Tantopia. Der Dekobaum. Da ist Fischi. Von See aus scheint es fast so, als würde ein riesiger Baum aus dem Meer ragen. Aber auf dieser Insel liegt ein üppiger Wald. Die Heimat des Dekobaumes. Des Terra-Hüters. Deine Aufgabe ist es, den Dekobaum zu finden und von ihm das göttliche Artefakt Ferorus Demon in Empfang zu nehmen. Ich hege die Befürchtung, dass uns Garland auch auf dieser Insel zuvor gekommen sein könnte. Sei also auf der Hüt. Alles klar. Terry, hau ab. Oder? Hast du irgendwas Besonderes? Oh ja, die Insel. Sorry, werde weder Farbe noch Namen ändern. Na, alles gut. Na, nur Futter. Bam, ba, ba, bam. Wo ist da auch gleich Flauschiges? Oh, oh. Bäh! Bitte nicht kidoxen. Mit süßen Flauschigen sind keine flauschigen Bäuche oder Rücken gemeint. Oder andere Dinge. Please don't do this. Bitte. Ich bin hingegen am Überlegen, mir doch noch ein Brot zu machen. Oh, mach das doch. Du hast eine Plantagranda-Samen gefunden. Er wird in der Beutetasche aufbewahrt. Dies ist der Quell der magischen Kräfte einer dämonischen Pflanzenkreatur. Ein Alchemist könnte dir daraus sicherlich etwas Wundervolles zaubern. Oh ja. Das ist... Oh Gott. Das gebastelt? Oder gemalt? Sieht auf jeden Fall sehr flauschig aus. Ding, 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 ding. Gemalt? Von dir? Hast du das gemalt? Komme ich jetzt darüber? Ah. Vielleicht? Echt? Cool. Kannst ja was. Ich will auch mal ärgern. Das ärgert mich auch immer. Ich darf das. Ich darf das jetzt auch. Hab einen Darfschein.
Da kommen wir nicht hoch, oder was? Diese fiese Möb. Guck mal, da ist der Dekobaum. Oh nein. War das mit dem Hochhüpfen und hoch durch die Pflanzen hochpusten lassen und so. Ja, ja. I remember. A little bit. Gegenrollen? Ja. Macht die Olli kaputt, gebt mir euren Schleim. Verpufft. Hä, warum? Hallo? Was war das denn jetzt? Hey, Arschbacken. Du hast grüne Schleimgelee gefunden. Es wird in der Beutetasche aufbewahrt. Das grüne Gelee enthält viele wertvolle Bestandteile, die deiner magischen Energie wieder auf die Sprünge helfen. Haben wir noch gar nicht. Okay. Ich will jetzt looten, Baum. Haben wir nicht mehr. Haben wir schon mehr? Nee. Hatschi, Gesundheit. Bitte entschuldige. Es ist nur so, dass dein Gewand mich an vergangene Tage erinnerte und ich mich der Sprache aus eben jenen Tagen bediente. Ich bin der Schutzgott dieses Waldes, der Dekobaum. Ich danke dir, dass du mich von diesen Plagegeistern erlöst hast. Sag mir, derjenige, der dich hierher geführt hat, ist nicht zufällig ein sprechendes Boot namens Roter Leuenkönig? Das dachte ich mir. Dann benötigst du also den Demon der Göttin, nicht wahr? Ich verstehe, damit ist auch das Rätsel um all die Monster geklärt, die vor einiger Zeit hier aufgetaucht sind und die Wälder unsicher machen. Dieser schändliche Ganon ist demnach wieder auferstanden. Eile ist geboten. Krox, Kinder des Waldes, dieser Junge ist nicht euer Feind. Seid unbesorgt und zeigt euch. Oh, Krox. Hier kriegen wir, glaube ich, dieses Segelblatt, ne? Womit wir dann segeln können. Wie lautet dein Name, mein Junge? Link? Link, darf ich dir die Krox vorstellen? Sie sind ein Volk von Waldgeistern. Ursprünglich waren sie Menschen, aber die langen, langen Jahre des Lebens, umgeben von Meer, haben sie ihre jetzige Gestalt entwickeln lassen. Die Menschen haben Angst vor ihnen wegen ihres Aussehens, aber in meinen Augen sind sie alle liebe, brave Kinder. Wie gewohnt wollten wir gerade alle zusammen unsere alljährliche Zeremonie abhalten. Den Demon, den du benötigst, will ich dir nach der Zeremonie aushändigen. Aber wenn wir uns jetzt nicht mit der Zeremonie beeilen, dann geschieht noch ein Unglück. Nun denn, sind alle bereit? Wollen wir beginnen. Oh, Dekobaum, furchtbar, furchtbar, es ist ganz furchtbar. Makoros, Makoros ist... Was ist geschehen, Tilius? Du und Makoros, ihr kommt aber auch immer zu spät. Aber nein, Dekobaum, Makoros ist in den verbotenen Hain gestürzt. Was sagst du da, in den verbotenen Hain? Ich habe ihm doch gesagt, er soll vorsichtig sein, aber Makoros sagte, er würde diesmal die Route oberhalb des verbotenen Hains fliegen, das sei eine Abkürzung. Immer dieser Makoros. Link, du hast es ja gehört. Der verbotene Hain liegt gleich neben diesem Wald. Er ist ein unheimlicher Ort, an dem sich schreckliche Monster niedergelassen haben. Und dort ist mein kleiner Makoros abgestürzt und wird jetzt bestimmt von ihnen gefangen gehalten. Du wurdest vom Roten Leuenkönig hierher geführt. Dürfte ich dich wohl darum bitten, meinen kleinen Makoros zu retten? Dekobaum, Menschen können aber nicht fliegen. Du hast recht. Vom Meer aus kommt man dort wohl nicht hin. Link, du scheinst mir zwar schwerer zu sein als die Krox, aber es muss funktionieren. Benutze den Gegenstand, den ich dir gebe, und fliege damit durch die Lüfte. Wow.
Gesundheit. Doch nicht. Das Blatt. I remember. Ha. Also dann, Link, klettere bis hinauf auf meinen Kopf und hole dir das Blatt. Mit diesen tollen Puffblumen, ne? Was denn hier? Erstmal umgucken. Hallo. Sei mir gegrüßt, werter Freund. Mein Name ist Paienus und ich habe mich ganz der Herstellung von allerlei Tränken aus Früchten des Waldes verschrieben. Aha. Ich wünschte, ich könnte dir einen nützlichen Trank schenken, aber leider habe ich hier nur Tränke, die ausschließlich für Kroxwirkung zeigen. Halt, da fällt mir was ein. Sobald du dir magische Energie angeeignet hast, werter Freund, wirst du sicherlich einen Trank brauchen, um diese Zeiten wieder aufzufrischen. So einen kann ich dir gewiss brauen, vorausgesetzt, ich habe die nötigen Ingredienzen. Zu starten, versteht sich. Mann Gott, nimm doch einfache Worte. Tja, der Haken ist nur, dass es in diesem Wald leider keine der Zutaten gibt, die man zur Herstellung eines solchen Tranks braucht. Hätte ich allerdings die Samen dieser dämonischen Pflanzen, die zuhauf im verbotenen Heim wachsen, sehe die Sache schon wieder ganz anders aus. Kannst du mir folgen? Ja, ja. Ich habe sogar schon eine, aber ich brauche ja erst eine Magieleiste. Also holen wir erst das Blatt. Komme ich denn jetzt erst in die... Ach, hier ist eine Pflanze. Ach ja. Juhu! Hm. Fängt ja schon gut an. Hä? Ich hasse es. Ich hab, by the way, beim ersten Mal auch schon komplett nach vorne. Oh nein! Ich dachte, der Stängel hier ist auch noch eine Blume. Verdammte Gacke. Bam, bam, bam. Oh. Ich hasse dieses. Ey, du bist wirklich sehr geschickt darin, werter Freund. Hm, weiter so, bis ganz nach oben. Wenn du in die falsche Richtung rausgespuckt werden solltest, dann lass einfach L in neutraler Position. So landest du wieder sicher in der Plantatumor. Tumor. Wo ist denn hier eine Pflanze, in der ich... Achso. Oh. Geschafft! Du hast das Dekoblatt gefunden. Lege es auf dem benutzt du als im Sprung, kannst du mit Hilfe deiner magischen Energie durch die Lüfte gleiten. Du musst dabei lediglich auf die Windrichtung achten. Werter Freund, hier drüben. Flieg von dort drüben mit Hilfe des Dekoblattes zu mir. Ja, wir müssen das erstmal ausrüsten. Ach jetzt. Wieso ging das gerade nicht? Auf da. Ba, ba, ba.
großartig, werter Freund. Du scheinst den richtigen Umgang mit dem Dekoblatt bereits prima zu beherrschen. Aber wie vermutet, kannst du nicht allzu lange fliegen, da du viel schwerer bist als wir, werter Freund. Also dann, da drüben ist der Eingang zum verbotenen Hain, in den der arme Makoros gestürzt ist. Bitte rette unseren Freund Makoros. Hol ich mir jetzt erst so einen Trank? Oh, guck mal, unsere Energie ist jetzt schon fast alle. Achso, okay. Nevermind. Nö. Let's go. Glückwunsch, werter Freund. Endlich hältst du das Dekoblatt in Händen. Die unheimliche Insel, die du da siehst, ist der verbotene Hain, in dem Makoros gefangen gehalten wird. Flieg mit Hilfe des Dekoblattes bis zu dem Eingang da drüben. Das Dekoblatt ist aber ein windabhängiges Utensil. Wenn also der Wind nicht in die richtige Richtung weht, landest du im Wasser anstatt am Ziel. Ich hoffe jedenfalls für dich, dass der Wind in die Richtung dort weht. Das können wir ändern. Entern. Oh, ist er falsch? Komokigo, ich hasse es. Muss ich nicht sogar erst darüber? Ich glaube nämlich eigentlich nicht, dass ich das schaffe, ne? Direkt darüber. Ich mach mal erstmal dahin. So. Und blub. Vor allem können wir hier dann wieder unsere Energie auffüllen. So. Ganz ausgezeichnet, werter Freund. Den richtigen Umgang mit dem Dekoblatt hast du jedenfalls bereits prima heraus. Jetzt heißt es ein bisschen Gras mähen, um deine magische Energie wieder aufzufüllen. Naja. Der Eingang zum verbotenen Hain liegt höher als die Insel, auf der wir uns befinden. Um also an Höhe zu gewinnen, musst du dir aufsteigende Luftströmungen zunutze machen. Mhm. Die Luftströmungen hier bewegen sich ziemlich schnell. Bewegen sich stets mit dem Wind. Du musst den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ja, ja. Ja, 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 ja. So, ändern wir jetzt mal eben erstmal wieder den Wind. Oh. Falsch. So. Wegen Energie alleine? Ja, ja. Das hätte nicht gereicht. So. Warten wir jetzt noch auf unser Wirbelstürmchen. Da kommt's. Und let's go. Ich dachte tatsächlich, der wäre ein bisschen dichter an der Insel dran. Bin zu spät losgesprungen. Für mich kam das so vor, als wäre der viel näher an der Insel hier dran. Okay. Jetzt looks besser. Ihr lasst mich mal in Ruhe, bitte. Ich muss hier landen. So. Ist eh voll, ne? Ja. Tschüss. Wer ist Lutz? Es ist zu warm. Wie kommst du jetzt auf Lutz? Das gesagt? Irgendwas von einem Lutz gesagt? Wieder undeutlich gesprochen? Was ist jetzt Lutz? Lux! Lux better! Besser! Betterer! Du Nase, ey. Auf mich zu verwirren. Aua! Du Scheißschleim.
aber doch so, okay. Ja, komm her. Die droppen das grüne Zeug, aber echt selten, kann das sein? Danke. So, da ist wieder so ein Ding. Da könnte ich jetzt durch. Da könnte ich aber auch durch, oder? Ah ne, da ist eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch mit. Setzt Lutz besser. Das ist einer, ey. Labyrinthkarte. It is so hot. What is hot? Mhm. Lass mich erstmal hochspucken, dass ich sehe, wo ich hin muss. Wahrscheinlich da unten zur Blume. Könnt auch darüber segeln direkt, oder? Die Taste. Mann, ich drücke immer die falschen Tasten mit X und Y. Verdammte Kacke. Hier was zu werfen. Als ich vorhin auf den Balkon gegangen bin, dachte ich, da ist eine Wand. Ja, das dachte Luna sich vorhin auch, als sie raus wollte. Geht so Richtung Tür und stockt dann und sagt sich so, nö. Nö. Und legt sich dann wieder auf ihre Badezimmermatte. Nein. Ja, da lang, okay. Halt den Backling! Ah, du bist Scheiter! Ich hasse diesen Tempel. Ich will vielleicht auch da lang, nee, ne? Ne. Da ist aber richtig, oder? Oder muss ich. Nee, ich muss da rüber, ne? Dahin. Dann dahin. Aber komme ich nicht von da? Da komme ich doch, nee. Okay. Falsche Taste gedrückt. Fick das Spiel. Wie aggressiv machen Gitterspiele? Ja. Bei dem Wetter sowieso. So, wo muss ich jetzt hin? Ah, da.
Ah. Au. Ja, Kidox, ja. Was denn ja? Hä? Wirf mal deinen Greifer nach den Schleim oder was? Okay. Hahaha, ich habe eine Goldfeder gefunden. Aua. Hallo, jetzt bleibt mal ganz locker hier. Nein, den anderen will ich. Danke. Ich muss sie erstmal begriffeln. So. Mal die Goldfeder und jetzt. Weg mit der. So. So waren die es. Ja, ja. Alle kaputt. Alle kaputt. Mhm. Sag mal. Dankeschön. Schlitzschlatz. Oh nein. Dugli, Dugli. So. Das ist euer Scheiß Ernst? Ach so, und jetzt, wo das für mich von Vorteil wäre, wenn ihr automatisch zurückruht. Gut. So muss auch hören, Katze verhungert mal wieder. Alles klar, dann schönen Abend noch, Siedelfix. Und bis die Tage. Lass dich nicht irren. Ah. Oh, Junge. Nicht verarschen hier. Ich habe den Wind auf meiner Seite, denn ich bin der Windbaker. Oh, hier bekomme ich aber noch den Bumerang, ne? Oder? Ja, boom, 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 Bumerang. Mich immer wieder bei dir an. Daneben geworfen. Bingo. Ja, nice. Bumerang ist cool.
Ja, so langsam kommen dann beim Spielen doch die Erinnerungen wieder. Xenoblade aber tatsächlich lalalala. Nicht so. Beim zweiten kann ich mich irgendwie nicht dran erinnern. Ich war schneller als ihr. Um. Alle kaputt. Bin ich von hier gekommen oder bin ich von da gekommen? Okay. La 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 la. Kompass? Ja. Kompass. War ich ein bisschen zu schnell unterwegs, war? Als ob. Okay, das ist kaputt. Die Bombe da auch noch hinwerfen müssen. Wahrscheinlich, ne? Belastend. Mehr ist sie nicht, oder was? Auf. Ja. Dann nochmal zurück. Ah. Alter, wie ich mir den Weg quasi gemerkt habe, fast. Kleine Schlüssel, Meißle. Gut, dann brauchte ich genau diesen. Und kann hier jetzt wieder raus. Hui. Braucht halt die Truhe. Ja. Aber jetzt überlege ich gerade, wo brauchte ich jetzt nochmal einen kleinen Schlüssel? Achso, hier, falsche Taste. Ah! Wow. Du meinst, um die zu stunnen, oder was, Mina?
Bringt aber irgendwie auch nicht so viel. So, raus hier. Greifer hat 100% Monster-Drop-Klau. Ach so, ah, okay. Ach, da war die kleine Kiste, guck mal. Der kleine Kiste, hier, Schlüssel. Mach doch jetzt mal. Danke. Ich muss gar nicht gegen die Dinger schießen, sondern einfach in die Richtung, wo ich will. Falls du halt irgendwas farmen musst, wie zum Beispiel goldene Federn, wenn du weißt, welcher Monster einfach Greifer anklaut. Dreckige Drecksau. Greifer und Clown, raus aus dem Raum, wieder rein, wieder rein. Ja, du musst nicht erst umbringen mit der... Ah, ja. Okay, weiß ich Bescheid. Nein, 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 nein. Will noch nicht. Bitte, Viecher. Jetzt muss ich hier rein. Blub. Ihr seid hart nervig. Weg. Der andere ist wieder runtergefallen, ne? Da komme ich noch nicht durch. Brauche ich Boomerang für? Gib mir Boomerang. Boom, boom, Boomerang. Komme ich immer wieder bei dir an. Ich will den Boom, 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 Boomerang. Miniboss. Oh, Alter. Ich schmeiß mir den Arsch auf. Wow. Hey. Das ist ein Beetlejuice. Definitiv Beetlejuice. Aus Monster Hunter. Habt ihr die Flügel gestutzt? Was sagst du denn jetzt? Boomerang! Ja! Jetzt gibt's Boomerang! Bang, bang! Schlubbeldubbeldubbeldidu! Ba-ba-ba-ba, yeah. Bei Objekten, die man treffen kann, ändert sich die rote Zielmarkierung in... Maximal kannst du 5 Objekte gleichzeitig anvisieren und mit ihnen treffen. Mhm. So. Dann müssen wir gleich mal umorganisieren. Dann würde ich nämlich den dahin packen. Das dahin. Und den auf da. Boomerang.
So, warte. Muss gar nicht gedrückt halten. Zack und dann nochmal drücken. Alles klar. La 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 la. Bumerang war neben Bogen in Zelda immer meine Lieblingswaffe. Wenn der andere erstmal weggehen, könnt ihr euch nacheinander bitte anstellen. Ja. Das geht aber nicht, ne? Oder geht das auch? Lol, dann... Ich habe sonst immer den hier gemacht. Und bin dann mit den Kugeln rüber. Ne, bin ich gar nicht. Oh, da sind... Ach so. Ja, aber ich dachte gerade im ersten Moment, dass wir die halt runterschießen müssen, damit wir mit denen das kaputt kriegen. Aber es geht mit dem Boomerang direkt. Schlätz. Na, so war das aber nicht geplant. So. Oh, da hängt noch einer. Nein, es bleibt hier nichts hängen. Zack. Hätte vielleicht doch was hängen bleiben sollen. Wait. Kann ich mich daran rüberhangeln? Nein. Mal eben erstmal testen, ob das geht. Oh. Geht nicht. Scheiße, wo bin ich jetzt? Hallo? Da. Lass mich hier raus. Falsche Seite, ich häng fest. Ah! Ah! Steuerung, hallo? Oh. Kannst du... Ach, ja. Ich kann ja fliegen. Ich muss das doch nochmal eben umlegen, weil mich das wieder hier maximal irritiert. So. Gerade verwirrt. Egal. Das ist jetzt Boomerang, ne? Das ist Blatt. Muss ich da wieder hoch, ne? Wäh. Jetzt mal ab von mir, bitte. Danke. Oh. Hau ab. Wo wollte ich denn jetzt hin? Wo? Ich bin so lost. Mein Hirn ist Matsche. Hier bin ich falsch. Richtig? Oh, nee, hier bin ich. Nee, war ich schon. Ja, geh doch, sie ist ja gut.
So, ich mache jetzt nicht nochmal kaputt. Ich gehe hier lang. Tschüss. Au. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Da komme ich doch nicht rübergeflogen, oder? Es ist doch... Ich habe keinen Ausschwung. Das ist doch gleich hoch. Okay, never mind. Komme ich da doch rüber. Ich dachte, das geht sie nie aus. Ein Glücksamulett. Oh, der Fuchs ist süß, Kiddox. Mal mir einen Panda. Du sprichst ja nochmal hoch. Ja, das habe ich vielleicht außer Acht gelassen. Maybe. Boom! Geronimo. Nein, Link, wir wollten da Geronimo-mäßig hinterher springen. Let's go! Woo! Ich hab noch einen Angry Bird zur Auswahl. Ich will Panda. Du bist kein Panda. Gizmo, nee, es ist zu warm. Hau bloß ab. Ich möchte nichts Flauschiges gerade hier in meiner Nähe. Nein. Geh. Gehen Sie bitte. Kannst dich hier auf den Tisch legen, aber nicht auf mein... Nein, nicht auf meinen Schoß. Schnell, schnell, schlatz, schlatz, boom. Aua. Ja, da kannst du liegen bleiben auf dem Tisch. Das ist okay. Erst rüber. Ich wollte gerade schon wieder instant den Bogen zücken. Den Boomerang. Ein Game Ruby Zingro. Stinke Katze, bestes Handtuch. Stinke Katze, ist viel zu warm und flauschig. So. Zack. Ah. Mach das nochmal. Ciao. Weil kannst du keine Rubine mehr tragen? Quatsch. Gizmo, bitte. Geh einfach. It is a little bit too warm. I'm sorry. Wieso, wie viele kann man denn am Anfang tragen? 399? Ne, 599 waren das auch, oder? Zwei. Schnauze, Kiddox. Ja, keiner gefunden. Kann ich auch? Ja, cool. Ah, ich dachte, du bist eine Kacke. Ich dachte, das wäre eine Blume zum Reinhüpfen. Ja. Auch gar nicht so zu gucken. 400 oder 500? Geht ja noch. Das heißt, wir können nach dem Dungeon hier mal wieder ein bisschen Rubine ausgeben und Futter kaufen.
Kann ich reinkrabbeln, ne? Oder? Jetzt. Warte, bist du eine Katze? Keine Katze. Bin jetzt zu dicht dran, ne? Achso, ich muss erst von oben. I see. Ich muss erst von oben rein boomerangen oder so. Das ist jetzt aber auch. Nee. Mann! Das hat man zu lange gehalten. So. Ah, guck mal. Bibim! Ja, oder rein bomben, okay. Zack. Kiste. Was haben wir denn hier? Aua. Okay, eine Schatzkarte. Geil. Naja. Besser haben als brauchen. So, aber wo muss ich jetzt lang? Jetzt mal wieder raus. Mein Boris kommt schnurrend an, möchte auf den Schoß und haut seinen Kopf erstmal gegen den Tisch. Nun liegt der Schnurren an meinen Füßen. Ja, das sind Katzen. Na komm. Achso. Ist die Blume wieder weg, ne? Ich glaube, die Blume mussten wir nämlich nochmal abcutten und uns dann den Fluss hinauf blasen. Husten. Wedeln. Whatever. Diesen hier. Das war aber eine großzügige Hitbox. Mal kommen die hier eigentlich immer wieder, oh, die Scheiß. Lass mich los. Nein. Die Arme hier. Irgendwie schon, ne? Geht weg. Nun habe ich ihn mir genommen und auf den Schoß gelegt. Achso, warte. Das geht von hier oben, glaube ich, besser. Hier an. Pium. 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 Flieg und Sieg!
La 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 la. Jedox, ist das dein Ernst? Ist das der Angry Bird, ja? Großen Schlüssel, yay! So, ja, jetzt müssen wir nur wissen, wo... Wo der Angry Bird ist, der Boss. Aua. Zwei auf einen ist ganz schön unfair, ihr Schweine. Hoff mich zu blocken. Genau, und der andere hittet in dem Moment, ist klar. Hier, guck mal. Da. Kicks. Weg mit dir. Double, 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 die du. Nein, 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 nein. Nein! Kacke. Wieso ist das jetzt zu? Muss ich jetzt erst wieder Boomerang-Time machen? Okay. Ne, da oben. Ah, this way. Auf zum Bossy Boss Boss. Okay, wo war denn schon wieder die Boss-Tür? Gerade schon wieder kein Schimmer. Ach, bei der großen Blume. Da, wo wir die große Blume runtergeschnitten haben, ist das irgendwo. Glaube ich. Genau hier. Dann müssen wir jetzt nur nach oben. Oh. Spring. Bist du dumm? Entschuldigung. Ach so. Ja, nee, ich bin dumm. Wow. Really. Was geht denn so eine Kacke auf Zeit? Okay, also einmal Pusti Pusti. Dann hier rein. Dann wahrscheinlich hier rein, ne? Da waren wir nämlich auf jeden Fall noch nicht. Schlitzschlatz. Das Herz da gerne noch aufsammeln, bitte. Danke. Ein Glücksamulett. So, wieder katzenfrei. Er ist halt der Kater meines Bruders und ich habe so selten hier. Das ist zwar die Tür. Was?
Und ich bin so selten hier, dass sie zwar an die Tür kommen und schnurren, wenn ich erscheine und sich streicheln lassen, aber halt nie zum Kuscheln kommen. Musste ich mal kurz genießen. Ja, ich hab die beiden eh wieder heute Abend. Bei mir im Bett liegen. Das wird schon kuschelig genug. Kann ich? Wait. Stopp. Items. Ich hab doch noch eine leere Flasche, ne? Ha! Wir haben zwei Feen. Voll gut. So. Here we go! Ich überlege gerade, was man bei dem machen musste. Wahrscheinlich Boomerang, aber... Ja, Boomerang. Dass er runterfällt, ne? Ja. Abends kann ich die nicht haben. Die knabbern gerne an Kabel. Und sie... Wenn sie denken, dass sie alleine sind, ich schlafe im Arbeitszimmer auf dem Sofa. Das sind Kabel, sind ja okay. Das bin ich ja froh, dass... Aber Luna das nicht mehr macht. Das hat sie anfangs auch gemacht. Ich habe mir schon mal ein Telefonkabel und auch mein Ladekabel für eine Smartwatch durchgebissen. Aber das macht sie zum Glück nicht mehr. Echt, einer noch? Oh, ich sollte da vorher rausgehen, wa? Wäre, glaube ich, besser. Ich werde Speedrunner. Fun Fact zum Boss. Nämlich. Hat dadurch halt mehrmals zu schlagen. Die geht halt zu schnell kaputt, als wieder rauszugehen. Ja. Ja, das, vor allem hat das ja nicht viel Schaden gemacht, das Aussprung. Also. Den kann man one-hitten? Sagst du jetzt, oder was? Ging ja trotzdem schnell. Und ich noch so, ja, ich werde Speedrunner, weil ich schon das Gefühl hatte, dass er recht schnell down ging. Kann man one hinten, okay. Warst du es, der mich gerettet hat, werter Freund? Ich danke dir vielmals. Als mir schwarz vor Augen wurde, da dachte ich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber wie bist du nur bis hierher gekommen, werter Freund? Was, ein Dekoblatt? Aber, ja doch, heute ist doch der Tag der alljährlichen Zeremonie. Wir dürfen hier keine Zeit verschwenden, wir müssen schnell von hier entkommen. Wie denn, Kiddox? Wie kann man den denn one-shotten? Ja, dann kommst du mit, wenn ich jetzt da durchgehe? Komm. Mit dem Wasser, was beim Dekobaum ist, heilig, wenn man es drauf gießt, stirbt er Lol, echt? Wer kommt auf sowas? Wer findet sowas raus? Wer kommt darauf, hier Wasser mitzunehmen und das auf den Boss zu träufeln? Wahnsinn. Oma Korus, du bist wohl auf zurückgekehrt. Es tut mir ja so leid, Dekobaum. Ich weiß, du hast uns immer und immer wieder gewarnt, aber ich war taub. Gräme dich nicht mehr, Makorus. Denn das nächste Mal wirst du vorsichtiger sein. Link, das hast du wirklich gut gemacht. Nimm dies hier als Zeichen meines Dankes an. Ich gebe dir, was ich dir versprochen habe. Wahrscheinlich aus Versehen passiert.
Leute, die gern laufen. Aber stimmt so, also ein Wasser könnte ich mir gleich auch mal mitnehmen. Wenn das heilig ist, brauchen wir das bestimmt nochmal für... Achso, das Wasser halt nicht ewig. Dann nehmen wir es doch nicht mit. Du hast Varoris Demon erhalten. Du hast ihn vom Dekobaum den Terrahüter überreicht bekommen. Ich bete, dass dieser Demon dir den Weg zu einem guten Schicksal weisen wird. Aber, Makoros, so weine doch nicht mehr. Trockne deine Tränen und erfreue uns wie immer mit deinem fröhlichen Spiel. Du hast recht, wir müssen umgehend mit der Zeremonie beginnen. Tut mir leid, dass ich euch alle habe warten lassen. Also dann, beginnen wir. Alter Freund Link, ich werde mir heute besonders viel Mühe bei meinem Spiel geben, um mich dir erkenntlich zu zeigen. Ich hoffe, du findest an dem Konzert gefallen. Ich glaube 10 Minuten oder so, bevor es zu normalem Wasser wird. Okay, gut, dass du das jetzt noch sagst, sonst hätte ich gleich eine Fee geopfert, um ein Fläschchen heiliges Wasser mitzunehmen. Ich meine auch, wo du das gerade sagst, mit heiligem Wasser und so, das brauchen wir später noch für irgendeine Quest. Also, Fest. Für irgendeine Aufgabe, also, ne? Ja. Für irgendwo. So. Konzert. Lausche dem Konzert. Dekobaum, auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganz vorzügliche Saat. Mit Hilfe dieser Saat können wir wieder prachtvolle Wälder heranwachsen lassen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir freuen uns auch schon auf nächstes Jahr. Bis dann und lebe wohl. Und dir auch alles Gute, werter Freund. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Die guten Kokiris. Ach, stimmt, das war eine Anspielung auf... Ah, stimmt. Der Dekobaum sagte ja vorhin, das waren mal Menschen. Ja, stimmt. Das hattest du ja erzählt, als wir Ocarina of Time gespielt hatten, dass die ja zu den Crocs werden. Stimmt, stimmt, I remember. Ich weiß noch welche. Ja, das weiß ich nicht mehr, aber... Boah, Alter, was? Hilfe, geht mir gerade ein bisschen zu schnell. Oh. Warte mal. Ich hab euch gesehen. Tada, it's a magic. Ich kann die Kamera nicht bewegen. Was ist hier? Wieso kann ich die Kamera nicht bewegen? Ist hier nichts? Kann halt auch nichts benutzen an Items. Was soll ich sagen? Lorenhasse. Was denn sagen? Welche Quest? Nee. Welche Quest nicht sagen? Das finden wir schon später raus. Für welche Quest wir das Wasser brauchen. Überleg gerade eher was hier abgeht. Ich hätte jetzt gedacht, die Kerzen irgendwie ausmachen. Kann ich hier irgendwas tun? Kann ich zumindest die Kamera bewegen. Ich glaube, da muss man hin am Ende gedacht. Okay. Na gut. Ja, es sieht auch jetzt nicht so aus, als könnten wir da jetzt schon was machen. Dann können wir da erst später noch irgendwas machen oder so.
So, dann sprechen wir nochmal mit unserem Böschen. Dann wurde diese Insel also auch von Ganon überfallen. Er wird doch nicht im Begriff sein, seine Macht wieder erstarken zu lassen. Link, der letzte Demon verbirgt sich nordwestlich von hier. Verlieren keine Zeit und setze sofort Kurs. So, können schon mal nordwestlich, sagte er, ne? Ja. Gott, Ohrwurm im Kopf. Wovon? Nordwestlich, also da hinten. Das ist sogar in der Nähe von Tingel. Das ist cool. So, ich würde aber jetzt tatsächlich Feier machen. Ich bin müde, ich bin matschig und es ist heiß. Müde, matschig und heiß. Guck nicht so, Kidox. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frage mich nur, von wem. Was? Hatten wir Post? Im Spiel? Ach so. Ach Quatsch. Mann. Ein Lied. Aber das Brief kenne ich nicht. Blues Clues? Ja und ja. Ach so, also hatten wir doch Post. Dann gucken wir nochmal in der Post. Ah, stimmt, das wackelt. Guck mal. Guten Morgen. Ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Gesundheit. Lieber Link, die Tatsache, dass du diesen Brief gerade in Händen hältst und liest, bedeutet, dass du Gebrauch von unseren Briefkästen machst. Wir stehen wirklich tief in deiner Schuld. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass wir keine Gelegenheit hatten, dir unseren Dank gebührend auszudrücken. Ich habe einfach nicht nochmal mit euch gesprochen. Wir können leider nicht viel für dich tun, aber falls dir jemand einen Brief oder eine Postsendung schickt, werden wir dafür sorgen, dass du die Sachen in einem Briefkasten in deiner Nähe in Empfang nehmen kannst. Sollte der Briefkasten also ungeduldig herumzappeln, wirf doch bitte einen Blick hinein. Ich bin mir sicher, du hast noch eine lange Reise vor dir. Ich habe in dem Brief eine Kleinigkeit für dich beigelegt und hoffe, dass es dir nutzen wird. Bitte nimm es als Dankeschön, kleines Dankeschön an. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich dich wieder bei uns begrüßen kann. Ich wünsche dir alles nur erdenklich Gute für deine Reise. Gezeichnet Komoris Vater. Hat er keinen Namen? Hat er keinen Namen? Oh, ein Herzteil. Nice. So, erstmal ein bisschen Gold noch ausgeben, sonst vergesse ich das nächste Mal. Und dadurch habe ich den Ohrwurm bekommen. Ah. Nein, ich will kaufen, ja. Gold, ja. Rubine, Entschuldigung. Noch einen noch. Fischfutter ist wichtig. Die Brunnen aus. Ne, die muss ich jetzt wieder fahren, muss ich mich wieder auf den Berg stellen mit einem Bogen und Vögel abschießen. So, nur aber. Oh, ich bin am Schwitzen, ey. Im Sitzen am Schwitzen. Das kommt doch von dem Licht hier. So. Bleh. Wir machen jetzt Feierabend, ihr Cuties. Morgen gucken wir mal, ob wir morgen schon ein bisschen wenigstens weitermachen. Duan spielt Live Alive. Eigentlich will ich mich da nicht spoilern lassen. Er fängt gerade mit der Story von der Steinzeit an. Aber da würde ich euch ganz gerne rüberspupsen. Wie gesagt, morgen kann es sein, wenn ich nicht zu kaputt bin, weil morgen soll es noch heißer werden und ich werde morgen zum Training gehen müssen. Wahrscheinlich, weil mir das Freitag zu stressig wird. Deswegen, also wenn, no, nicht zu Live Alive. Ja, wenn ich morgen nicht zu K.O. bin, gibt es morgen ein Streamchen, ansonsten Freitagabend. Jetzt dann sonst weiter mit Xenoblade. Mucki in die Muckibude, ja. War das No jetzt auf Live Alive und Luan bezogen oder was, Kidox? Ei? Okay. Also nicht zu Luan. Würde ich auch nicht spoilern lassen. Okay. Dann schiebe ich euch zu. Ich habe halt keine Lust, gerade jemanden rauszusuchen.
Dann schubse ich euch zu Ethan. Der spielt gerade Pokémon Heart Gold, Soul Silver. Dann schubse ich euch dahin, während hier schon wieder der Dingsens blubbelt. So. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, schönen, was haben wir? Ja, du weißt doch, was ich meine, Kidox. Ich weiß, dass ich das immer falsch ausspreche. Wenn ich Love Live höre, denke ich an einen Anime. Nein, Live Live, nicht Love Live. Ach, blablabla. Knoten in der Zunge hier. So, ich wünsche euch noch einen schönen, was haben wir heute? Mittwochabend. Ich schubs euch jetzt rüber. Ist es schon wieder soweit? ja, ich schubs euch jetzt rüber. Ich mache mich jetzt ganz schnell dünne. Wir sehen uns morgen oder spätestens Freitag. Bis dahin, habt eine schöne Restwoche, falls wir uns morgen nicht sehen. Ansonsten habt einen schönen Donnerstagmorgen und wir sehen uns vielleicht morgen. So, bla bla, Matsch im Hirn, es ist zu heiß. Schönen Abend noch. Bis dahin, tschüss. Danke fürs Einschalten. We'll be right back.